darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Neue Musik und anderer Horror. Ein Abend zwischen Mikroton und Kettensäge. Früher soll ja sogar mit Gegenständen geworfen worden sein. Ja, das war ja auch in der Zeit von 1910 bis 1920, wo es eben die großen Skandale der neuen Musik gab. Auch bei Strawinskys Sacre oder bei dem legendären Konzert der Wiener Schule, was mit Polizeigewalt dann brachial beendet werden musste. Inzwischen ist natürlich so ein Dissonanz-Gewöhnungseffekt eingetreten. Ist übrigens ähnlich wie bei Splatterfilmen. Irgendwann nutzt sich das einfach, die Brutalitäten nutzen sich ab, man wird einfach abgestumpft. Ist das auch, was Probenarbeit angeht, ein ziemliches Horrorstück? Ja, ich meine, neue Musik ist probentechnisch oft der Horror, aber das ist wirklich voll der Horror. Schönberg sagte einmal, er ist sich bewusst, dass ein vollständiges Verstehen seiner Werke für mehrere Jahrzehnte nicht erwartet werden kann. Du bist aber supi zurechtgekommen. Ja, schon, ja. Doch. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich. Nee, das klar. Dem Sänger, dem Bassbariton Renatus Mesa, ist dieses Stück wirklich auf den Leib geschrieben. Da hat er sich auch wirklich sehr gefreut. Ein Jägertrupp lagerte im Wald. Die Bratroste waren schwer mit Fleisch beladen. Kapuziner Affen steckten am Spieß mit ausgebreiteten Armen. Am Spieß neben herangerollte Hüllaffen, Schwänzen und abgeschnittenen Gliedmaßen von allerlei Tieren. Rund um den Platz herum lagen Köpfe, Felle, Knochen und Eingeweide. Renatus ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der das in dieser Form singen kann, tatsächlich. Als die Jäger abends ins Lager zurückkamen,
erzählte der Knobe von dem Besuch, aber niemand glaubte es. Ab und zu klingt das ja auch so ein bisschen nach. So, um es mal wissenschaftlich auszudrücken. Ja, wie ich ja schon sagte, ich habe in diesem Stück vor plakativer Drastik nicht zurückgeschreckt. Und das ist ja auch das Wesen des Splatterfilms. Ist das sozusagen diese Splatter-Ästhetik ist in dem Stück auch drin. Bei den Splatterfilmen, da geht es nicht subtil zu. Da ist einfach, das ist das Gegenteil von Subtilität. Und ich dachte mir auch in diesem Stück mal, warum soll man so Dinge nicht mal direkt ansprechen?